Moin Moin und herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge von Bus Simulator 2021. Mein Name ist OTV und willkommen wieder hier zu Part 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder keine Ahnung was. Nee, Spaß. Wir hatten ja den ersten Part, da habe ich ja meinen Bus gekauft. Den zweiten Part bin ich ja hier so ein bisschen dann hin und her geguckt Guten und Morgen. ja. Bereit für unser nächstes Abenteuer? Ich habe schon unsere erste Route eingerichtet. Die Einwohner von Angel Shores sind gespannt auf unseren neuen Bus. Sehr interessant. Ja, wir sind hier bei unserem Da Stützpunkt. ist er. Du kannst jederzeit übernehmen. Genau so sieht's aus. Wir hatten ja unsere erste Runde gemacht gehabt, wo ich mich ja da schon so ein bisschen aufgeregt habe, sage ich jetzt mal so ernsthaft gesehen. Warum blinkt denn der jetzt? Steig ein, sprich mit dem Fahrer und übernimm das Steuer. Okay, dann machen wir das mal. Steig ein. Ja, mal einsteigen. Willst du fahren oder kontrollierst du nur die Fahrkarten? Ist auch gar keiner da hier. Was nehmen wir denn mal? Wollen wir selber fahren, Leute, oder wollen wir hier eine Runde diesbezüglich hier Bus übernehmen? Ach komm. Ach komm, wir nehmen den Bus selber. Toll. Danke. Das Steuer eines Busses zu übernehmen. Das heißt dir natürlich danke. Zu den Privilegien eines Was ist Busunternehmens. dir daran nicht, Diese Junge? Route verbindet die beiden Stadtteile Highlander Park und St. Anthony. Fahren wir sie mal ab. Und vergiss nicht, was du gestern gelernt hast. Sei pünktlich und, wie meine Oma immer gesagt hat, Sicherheit geht vor. Hab ein Auge auf die Fußgänger und auf den Verkehr. Weil ich habe immer einen Fußgänger auf das weibliche Personal. So, wie sieht's denn aus? Hier haben wir schon hier die Sackbelüftung offen. Und wir gehen das hier noch einmal. Ist ja schon alles an. Jetzt muss ich mal gucken, wie ging denn jetzt hier nochmal alles hier so? Bus verlassen, Routenplan und 0 Meilen. Lass mir die Tür wieder zu. Hallo? Tür zu machen. Okay. Perfekt. So, das haben wir gerade. Was hat die jetzt erzählt? Soll nicht frech werden, die Tante da hinten. So, wollen wir mal Gas geben, wa? Gas, Günther, Gas! Immer schön Gas, 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 Gas! So, da wollen wir mal. Das ist jetzt ein schlechter Schatz, das ist mein Controller leer. Ach. Ach, jetzt komm. Oh. Ich glaube, Sie haben jemanden vergessen. Naja, das kriegt man schön hin. Warte mal. Geht schon gut los hier. Jetzt muss man das erste Mal die Fahrgäste vergessen ja, hier. Ja, na klar. Chinesisch klingt lecker. Bis gleich. So, hier oder was? Meine Katze hat mich die ganze Nacht wach gehalten. Das interessiert mich, was deine Katze macht. So. Na. Hä? Da ist jetzt ernsthaft auf geschlossene Tür gegangen oder wie darf ich mir das jetzt verstehen? Und jetzt so? Nee, die ist ausgestiegen, die Alte. Wie laufen die denn alle hier? Die sind ja alle ein bisschen komisch hier, hä? Die alle hier ein bisschen. Und die Fahrkarten bitte. Ach, hier ist ja gar keiner. Ich bin erstmal an der ersten Bushaltestelle vorbeigefahren. Kann man machen, ne? Gut, ihr will gar noch mit einsteigen. Gut, das hätte ich an eurer Stelle auch gemacht. Falscher Knopf hier oben war das doch gewesen. Zack. Blinker setzen hier, dass sie Bescheid wissen, die Jungs da hinten. Und Vollgas. Was ist mit dir? Gib Gas hier mit deinem Möchtegern Sportwaren. Ja, ich bin Bus. Hab Vorfahrt hier. Komm, alte Latsch, zu, sonst geben mach ich hier ein bisschen Beine hier. Wie ging das hier nochmal mit Hupen? Gib Gas, Oma.
Ich hab's eigentlich, Junge. Meine Fresse. Mann. Was mit dir? Ach so, ist rot. Ich wollte schon gerade wieder hupen. Ich bin hier wieder völlig gut gelaunt hier. Das kann ja wieder eine wunderschöne Folge auf jeden Fall werden. Gas. Hä? Was ist jetzt hier lang her? Wie schon, oder? Hä? Ah, ich darf hier gar nicht rein. Na, dann drehen wir mal hier schnell auf der Gasse. Oh! Ich habe ein Hindernis umfahren. Ach! Warte mal, ich muss mal hier kurz hier rum. Muss hier mal kurz hier drehen für Anfänger. Ich habe ein Hindernis umfahren dafür. Auto kostet 39 Euro. Oh. So, hier kurz mal ausholen. Ja, ich bin neu hier in der Branche. Tut mir leid, hier. Das erste Mal hier. Alles frisch hier, alles frisch. Freilich, da fahren wir jetzt immer hier mal lang. So. Ja, ich komme noch schon. Hört mal alles einsteigen hier. Tag, grüß dich. Einfache Fahrt bitte. Einfache Fahrt bitte, 6 Euro. Einfache Fahrt, einmal drucken. Was? Gedruckte Fahrkarten. Es gibt ja viele gute Bücher, aber mein Lieblingsbuch ist definitiv 20 gegeben, dann muss ich 2,20 Euro zurückgeben. Ach nee, Restgeld. Ups. Ich glaube, meine Fahrkarte ist abgelaufen. Hab ich die jetzt ausgedruckt? Restgeld. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Ach nee, das ist ein Seniorenticket, wir ja haben, gell? Seniorenticket, einfache Fahrt, einmal drucken. Danke. Ich hoffe hier. So. Halt, warte mal, ich muss mal aussteigen hier. Zeichnen Sie mal Ihre Fahrkarten. Hier. So, hier. Wo hab ich denn. Ah, hier, bitte. Danke, ich hoffe für dich. Da sind nur schon mal einer. Dass er so Schwarzfahrer mit dabei ist hier, ne? Die Fütterung der Seelöwen da ist toll. Ich mag es, wie sie sich die Fische schnappen. Hier, bitte. Das ist doch nicht mein Problem, dass sich hier irgendwelche Fische schnappen, Alter. Laber hier nicht kein Scheiß. Augenblick. Da. Hier, bitte. Dankeschön. So, und jetzt die Frauen machen sich mal oben ohne, bitte. Danke. War natürlich noch ein Spaß, ne? Wollen ja nicht hier frech werden oder so, ne? Die scheiß Türen zu machen hier. So. So, alles anschnallen bitte, da Reisebuch nach Dumpshausen geht los und Vollgas bitte. Gas. Wir sind schon in Verspätung, also entschuldigt mich bitte für die. Ah, ich komme hier mit dem Boot hier nicht rum. Hast du meine Katze gesehen? Wir sind deine Katze sehen, Alter. Keine Sau. Mich interessiert auch nicht. So, und jetzt hier lang. Und Vollgas. Gas. Wir sind schon spät dran hier. Drauf auf der Bordsteinkante hier. Ich kenne nichts. Was ist denn hier schon wieder? Warum ist denn hier schon wieder Verkehr? Fahr doch nur, Junge. Gib Gas, Junge, du Spritzgebäck. Rechts ist das Pedal. Meine Fresse. Was ist mit dir? Gib Gas. Ach, Leute. Die haben auch alles eingestellt, was sie im Straßenverkehr gefunden haben, Junge. Oh, das macht meine Nerven nicht mehr mit dir. Das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt? Ach, das hat er gemeint.
Was habe ich gemeint? Absenken. Momente. Das frühere Busunternehmen wurde von der Stadtverwaltung dicht gemacht, weil sie sich nicht an die Bedürfnisse der Fahrgäste angepasst haben. Ich bin mir sicher, dass unser Streckennetz der Stadt gerecht werden wird und wir das Vertrauen der Leute gewinnen. Deswegen stehen überall in der Stadt alte Bushaltestellen. Manche könnten vielleicht einen frischen Anstrich gebrauchen, aber sie sind ein toller Anfang. Senioren-Tageskarte, ach so. Eine Senioren-Tageskarte hätte die alte Tageskarte. Bitteschön. 10 Euro bezahlter Betrag, sag mal. Ich kann rechnen hier, sag mal, geht's noch? Nein, Spaß. 50, danke. 60, 6 Euro. So, halt, stopp. Aussteigen hier. Ey, Karte her. Hier, bitte. Wir schaffen für dich hier, nicht, dass wir Schwarzfahrer hier haben, ja. Was? Ach so, hier. Ah, hast du gerade eben bezahlt, aber es ist ja egal. Wir wollen hier doppelt kassieren, ne? Ich muss ja meine Kosten gerade eben ja schon wieder reinholen hier. So, wollen wir ja mal den Luxusbus wieder zumachen hier. Reisebus hässlich nach Dummshausen. So, blinken wir mal schön hier. Junge, ich will losfahren, Junge, du Pimmellutscher. Kann doch nicht wahr sein hier. Aber was ist denn jetzt mit dir? Willst du jetzt über die Gasse hier drüber oder nicht? Ach, dieses Personal von heute, Junge, das kann doch nicht wahr sein. Busfahrer müsste man sein, da könnte man sich einen ganzen Tag hier aufregen, über aufregen. Sorry, ich hab ganz vergessen auszusteigen. Ah, das ist wieder Personal hier vom Allerfeinsten. Hey, so. Sollen wir heute Abend ins Kino gehen? Ich schau mal nach, was läuft und ruf dich zurück. Ja, bis dann. So, dann kommen sie mal rein, dann kommen sie mal ran. Beschissen werden sie neben dem Bus angehalten, um den Fahrgast aussteigen zu lassen. Okay, da krieg ich. Ein Fahrgast blockiert die Tür. Oh, ey, das ist doch wieder hier Personal hier vom Allerfeinsten. Hier, was ist denn mit dir? Hallo? Wenn man die Tür blockiert, kommt der Busfahrer und schimpft. Ja, na, ist ja logisch, oder? Was setzt dich auf deinen Arsch, Junge? Hab ich dich schon gefragt nach der Busfahrkarte? Ja, klar. Hat schon eine Busfahrkarte. Und was ist mit dir hier? Hier, bitte. Ich hoffe für dich nicht, dass du schwarz fährst, einfach hier Blondinchen. Hier ist sie. Ja, dann her damit. Warum ist der Bus eigentlich noch so leer? Warum nicht so viele Leute hier? Ah. Ich weiß nicht, wer von All Directions der Süßeste ist. Ja, warum macht die Alte da eigentlich nichts? Ich muss mal. 6 Minuten 30 bin ich schon. Verspätet. Naja, fürs erste Mal. So, mal gucken hier, ne? Freilich. Kenne ich nicht hier. Machen wir nochmal fünfmal hier über die Bushaltestelle drüber runkeln. Komm, latsch zu hier da vorne. Ich muss mal das Fenster aufmachen. Hier stinkt es schon beim Fahren lassen. Na komm, latsch zu, Alte. Klopf dich so blöd. Los, komm, die Fahrgäste. Latsch mal zu hier mit deinen Pantoffeln. Kann doch nicht wahr sein hier. Stellen wir uns mal hier vorne auf die Kreuzung. Und Vollgas. Der Vorfahrt. Gas, Gas, Gas. Hä? Wo ist denn die scheiß Bushaltestelle? Da drüben. Also ist wenigstens gut, dass die Bushaltestelle wenigstens noch angezeigt wird, weil so für so Vollpfosten wie mich... Wiss ich das nämlich nicht. So, mal schön langsam machen hier, ne? So. Na. Na komm jetzt hier. Hi. 6 Minuten Verspätung. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine normale Fahrkarte oder was? Warum wollen alle Seniorenticket? Ihr seht doch alle gar nicht so verblödet aus. Ich habe gestern schon wieder verpennt.
Das ist nicht mein Problem. Das ganz und gar nicht witzig. Okay, tschüss. Ist doch nicht mein Problem, dass du verschlafen hast. Hier, 6 Euro bitte. Schon wieder sind nur ein Ticket. Tageskarte. Das macht aber hier aber langsamer Geld hier, Junge. Ich habe ja fast gar kein Geld mehr, wenn ich immer so viel rausgeben muss. Hier, sag mal, läuft bei euch, da brennt euch der Helm ja schon wieder. Wie sieht's aus hier? So eine Fahrkarte, Alter. Sieht's denn aus hier, Alter? Du bist reingekommen einfach nur hier. Augenblick. Da. Hier, bitte. Danke. Was hast du eigentlich? Warum bist du eigentlich so... Warum siehst du eigentlich so komisch aus hier mit deinem komischen Schnitt? Ne? Rote Haare. Also jetzt mal ernsthaft. Also ich bitte dich. Was ist denn hier mit hier? Pinkschopf. Moment. Hier. Wo hab ich denn... Na los, bist du schneller, ihr beiden. Bitte. Kuscheln könnt ihr später. Na klar. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ich rede ja von denen da hinten. Sie waren schon bei mir. Okay, na ist ja egal. Na, ich muss ja trotzdem mal kontrollieren. Die sehen ja heutzutage alles so komisch aus hier, ne? Man weiß ja nie. Na, was ist denn jetzt hier? So, wollen wir die Bretter mal zumachen hier. So, zack, zack, ab. Da ist wohl jemand unterwegs eingeschlafen. Vergiss nicht, deinen Fahrgast am Ende deiner Route aufzuwecken. Okay. Hä? Ich kann da eingeschlafen sein, wenn ich gerade eben bei dem war. Latsch zu, Junge! Mach dir Beine! Bin ungeduldig. Latsch zu, Mensch. Latsch zu, ja. Weißschopf. Das kann doch nicht wahr sein hier. Immer diese Passagiere hier, ey. Was mitten am Saal? Das klingt gut. Freilich, so ist das immer gut. Ich muss links rum. Okay. Fahr doch nur, Junge. Menschenskinder. Gas, Juri. Eilig, ich bin 6 Minuten verspätet. Ja, ich drück doch schon da drauf, Mensch. Sieh mal einer an. Der erste Zahltag ist gekommen. Wenn wir unsere Routen weiterhin bedienen und unseren Fahrgästen den besten Service bieten, entlohnt uns die Stadt regelmäßig. Ich habe eine Idee, wie wir unseren ersten Zahltag verbringen. Park den Bus und komm, ich habe eine Überraschung für dich. So, wir haben 8600 verdient. Muss natürlich 3000 Buswartungen, Gehälter 807. Was? Haltestellenwartung. Was? Werbeeinnahmen? Haben wir 0 Dollar? Ne? Das geht aber mal gar nicht hier. Das geht aber mal gar nicht. Und wir haben natürlich Blinker gesetzt, obwohl ich gerade ausgefahren bin. 5 schlechte Haltepositionen, 7 Haltestellen zu spät erreicht, ein abruptes Bremsen, Fahrgast nicht mitgenommen. Hä? Oh, das eine rote Ampel überfahren und 2 Unfälle verursacht. Ne? Das kann aber nicht. In der Hand, wo habe ich hier einen Unfall verursacht? Das kann doch nicht wahr sein hier. Das kann doch nicht wahr sein. Unternehmenswert 276.000 hier, das kann doch nicht wahr sein hier. Junge, 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 Junge. So, jetzt muss man einen Bus da hinstellen. Okay. Kann doch nicht wahr sein hier. Parke beim Händler, öffne die vordere Tür. Was ist denn für ein Händler? Da ist eine Dingshalle. Da latsch doch mal zu, Mensch, jetzt hier, du alte Oma. Ist eilig. So. So, machen wir hier mal Motorbremse. Jetzt.
kann da nicht wahr sein. Über eine schöne Tasse Tee am Morgen. Am Morgen? Das ist abgescheuert, Alter. Los, raus da mit dir, Junge. Bist dich aus meinem Bus, Junge. Du bleibst sitzen und passt auf meinen Truck auf, das Junge. Das ist einer der hiesigen Bushändler. Du kannst jederzeit herkommen, um Busse zu kaufen. Er hat immer die neuesten Modelle da. Jetzt maß mal hier den Hobel. Ja. Über diese Benutzeroberfläche siehst du, was er im Angebot hat. Gefällt dir dieser Bus? Wenn du unentschlossen bist, such dir an der Station einen anderen aus. Wenn alles passt, fahr zur Ausfahrt, um dieses Modell zu kaufen. Hä, wo ist die alte Zinn? Hä? Wo ist die alte Zinn? Ich weiß auch gar nicht wo. Ach hier, da hinten steht sie, die alte Trottel. Die alte Troller. So, ich würde aber erstmal sagen, bitte, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat hier die kleine, aber feine Busfahrtrunde gefallen hier mit mir. Wir sind unsere erste offizielle richtige Runde gefahren, haben Geld hier bezahlt, oder die Kunden haben Geld bezahlt. Ja. Warum soll ich mir jetzt wieder einen neuen Bus kaufen? Ich habe doch gerade eben den schon bekommen gehabt hier, das verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Naja, gut, egal. Gut, in der nächsten Folge werden wir sehen, wie wir diesbezüglich nochmal einen neuen Bus kaufen und oben rechts in der Ecke die weiteren Missionsziele machen, die weiteren generellen Ziele machen und Ziele machen, über Ziele machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch einige ein bisschen was zum Lachen gehabt oder so. Schreibt mir gerne was in die Kommentare rein. Ich würde mich mega freuen. Bis zur nächsten Folge. Ciao mit V.